Okay, also erstmal vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, das Interview mit uns zu führen. Für die Personen, die den Film nicht gesehen haben, könnten Sie kurz den Film erklären? Ja, der Film ist eine, im Grunde eine Familiengeschichte über viele, viele Jahrzehnte. Und der Zuschauer hat die Möglichkeit, in reaktionäre Familien, in kommunistische Familien, in sozialdemokratische Familien hineinzuschauen und deren Schicksal zu erleben. Es ist ein Geschichtsbilderbuch, angefangen nach dem Ersten Weltkrieg bis zu Stalingrad, also bumm. Wie war es für Sie, den Film seit Jahren mal wieder zu sehen? Ja, ich habe ihn wirklich seit Jahren nicht gesehen. Leider wird er ja nicht im Fernsehen gezeigt. Leider. Aber ich bin sehr berührt. Und ich bin auch berührt von der Kunst des Regisseurs, vom Kunert, der das wunderbar gemacht hat. Und er hatte aber auch die Möglichkeit, in Gegenden zu filmen, in Ost-Berlin, wo noch eine ganze Menge Trümmer zu sehen waren oder Häuser, die eben, naja. Die Regisseure jetzt haben es schwieriger, solche Kriegsfilme zu machen. Wie haben Sie sich eigentlich auf die Rolle vorbereitet? Ich habe zunächst mal das Buch gelesen von der Anna Segers, das ausführlicher ist. Dann habe ich mich auf meine Figur und meinen Umkreis gekümmert. Und habe mir von vornherein vorgenommen, am Anfang des Films schießt dieser Mann. Er erschießt einen jungen Menschen, der dann sagt, irgendwann seid ihr dran. Nicht? Und also ist das ein Mörder, ein Bösewicht, ein Mörder. Und jetzt bis zu seinem Tod, wenn er sich selbst das Leben nimmt und bumm macht, als Oberstleutnant mit Ritterkreuz, wollte ich immer wieder diesen Zweifel einbauen, dass er selbst nicht sicher war, wie das läuft und dann letzten Endes wusste, es ist vorbei. Wie war die Stimmung beim Dreh eigentlich? Noch einmal, bitte. Wie war die Stimmung beim Dreh? Ja, wir wussten alle Schauspieler, Kameraleute, das ganze Team, wir wussten, dass das ein wichtiger und bedeutender Film ist. Und da der Günther Kunert ein Regisseur ist, der sich ganz viel Zeit nimmt für jede einzelne Szene, für jede Aufnahme, das dauerte alles. Da gibt es eine Szene, wo wir einfach zu Tante Amalie eine Treppe hochlaufen. Mein Gott, wie oft sind wir da hoch und runter gelaufen. Er wollte das immer wieder, hat ein bestimmtes Tempo, bis er dann sagte, so, jetzt drehen wir. Warum wollten Sie Schauspieler werden eigentlich? Der Güterzug aus Danzig kommend, wo ich geboren bin, nach dem ganzen Packeis, über das wir gelaufen sind, hielt irgendwann, und da haben wir rausgeguckt, und da stand Halle, Saale. Und da sagte meine Oma, hier wohnt irgendwie eine Cousine von mir in Halle. Naja, dann lass uns doch mal ausstehen. Und so wurden wir DDR-Bürger. Der Zug fuhr weiter nach Hamburg, also wie das Schicksal so manchmal ist. Und dann hatten wir das Glück, in eine Wohnung zu kommen, in einer Straße, wo ein Klempner ein Schaufenster hatte und in dem Schaufenster waren Kasperpuppen ausgestellt. Und dann haben wir erfahren, dass das seine Frau gemacht hat. Die hatte eine Leidenschaft für Puppentheater und hat für die Straße und die Kinder hat die Puppentheater gemacht. Und da habe ich mitmachen dürfen, habe da mitgemacht und das war wunderschön. Und da wusste ich, du willst das weitermachen, du wirst Schauspieler. Und habe dann auch nach dem Studium in Leipzig in Halle am Theater der Jungen Garde angefangen, als Timur und sein Trupp. Und
Ja, und dann ging's los. Wurden Sie dann entdeckt oder für größere Rollen oder haben Sie sich dann bei größeren Kinofilmen beworben oder? Nein, ich bin dann irgendwann nach Lehr- und Wanderjahren durch Thüringen, Sachsen, bin ich dann ans Maxim-Gorki-Theater gerufen worden. Da kann man sich schlecht bewerben, da wird man einfach gerufen an diese, es war ein wunderbares, großes Theater damals schon. Und dann war ich in Berlin am Maxim-Gorki-Theater und war dort, na, ich sage mal 42,5 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Sie spielen in 20 Kinoproduktionen der DEFA mit. Können Sie sich erklären, warum die DEFA Sie so oft gebucht bzw. in Ihren Kinofilm haben wollte? Ich habe zwei Stremel gefahren. Das eine war der über die ABF zum Ingenieurstudium gekommene junge Arbeiter. Das war diese, ich konnte mir in vielen Filmen, konnte ich mir mein Reißbrett gleich mitbringen. Eigentlich. Also das war die eine Geschichte und die andere Geschichte war, ich habe viele Nazis gespielt. Der verschiedensten Art, zum Beispiel in Käuzchenkuhle mit Manfred Krug zusammen, eine sehr schöne, böse, oh, die Kinder haben mich gehasst. Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben sehr viele Nazis gespielt. Wollten Sie dann auch mal eine andere Rolle annehmen oder also? Ich habe auf dem Theater so gut wie alles gespielt. Ich habe die Könige und die Sklaven und die Herrscher gespielt und Macbeth und alles. Ich habe da alles gespielt, sodass ich, was den Film betraf, das genommen habe, was kam, die Angebote. Und das waren diese beiden Linien, ja. Gibt es noch eine Rolle, die Sie jetzt unbedingt noch spielen würden, gerne? Einen Moment bitte kurz, wegen dem Staubsauger. Hast du geklärt? Ja. Gut. Also gibt es noch eine Rolle, die Sie heute spielen möchten, die Sie noch nicht gespielt haben? Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe die lustigen Weiber von Windsor, den Falstaff, gespielt. Schön aus, was noch nicht an Dicke da ist, Ausschleppe. Und als wir dann die so 50. Vorstellung hatten, haben wir gesagt, so, nun ist genug. Und das war die letzte Vorstellung. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist der eiserne Vorhang gefallen. Und seitdem mache ich nichts mehr. Ich mache keine Hörbücher mehr, ich habe viel, viel Hörbücher gemacht. Habe sehr viel Rundfunk gemacht, sehr viel Rundfunk. Rundfunk war mein Lieblingsarbeitsplatz oder einer meiner Lieblingsarbeitsplätze. Nein, ich mache nichts mehr. Jetzt freue ich mich, wenn die jungen Kollegen dran sind. Sie waren nicht nur Schauspieler, sondern auch Synchronsprecher. Ja. Was hat Sie gereizt, diesen Beruf auszuprobieren? Beziehungsweise wie kamen Sie auf diese Idee? Ich glaube, ich war kein guter Synchronsprecher. Und das kann ich beweisen. Mein Sohn Fabian ist Synchronsprecher, ist ein sehr guter Schauspieler gewesen. Ich habe mit ihm auch gespielt. Und aber er hat sich in diesen ganzen Synchronbetrieb verliebt und macht einen großen Film nach dem anderen. Hat ganz klein angefangen und jetzt und liebt das Synchron. Und was der kann, was der macht, das war nicht so mein Ding. Würden Sie der These zustimmen, dass die DEFA-Filme für die heutige Zeit wichtig sind? Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Also, dass dieser Film zum Beispiel nicht läuft im Fernsehen, nicht gezeigt wird, das halte ich für ignorant und dumm. Würden Sie auch sagen, dass der Film, dass viele junge Leute sich den Film unbedingt mal anschauen sollten und damit sie irgendwas lernen würden? Das meine ich unbedingt. Dieser Film ist ja für ein anderes Publikum gedreht, also für das Publikum der DDR. Und da brauchte man nicht groß zu erzählen,
Es wird ganz kurz mal im Film gesagt, Herr Liebknecht und Luxemburg sind ermordet, die sind ja nur weg. Das brauchte man uns damals, also meinen Mitmenschen, meinen Zeitgenossen, nicht zu erklären. Das war Schulstoff, man wusste das. Jetzt bezweifle ich, dass das genügend Wissen und Kenntnis ist, um den Film dann so ganz zu verstehen. Ja. Was denken Sie eigentlich von der heutigen Filmindustrie? Ich freue mich, dass es wunderbare junge Schauspieler gibt, die da herangewachsen sind. Ich habe gerade jetzt ein Studium an der Schauspielschule in Berlin, an der Busch-Schule. Der Enkel von meinem Freund Rolf Hoppe macht jetzt gerade den Wojciech, also das Letzte. Und was daran wächst und was da herangewachsen ist, freue ich mich und sitze gerne vor dem Fernsehschirm oder im Kino. Ich gehe gerne ins Kino. Sag mal, ist ja toll. Möchten Sie jungen Filmemachern und Schauspielern noch etwas mitgeben? Ein paar Tipps oder so noch? Ja, habt Spaß dran an eurem Beruf. Nehmt ihn ganz ernst. Seid diszipliniert. Kommt vorbereitet und wissend ins Studio oder auf die Bühne und liebt euren Beruf. Dankeschön für das Interview.